All das hier gehört nun auch dir, mein Liebling. Willkommen daheim, Elisabeth. Die Kunstwerke, der Schmuck, die Kleidung. All das gehört ab jetzt dir. Was ist in dem Raum? Der einzige Raum, den du nicht betreten darfst, ist dieser Raum. Versprichst du mir, ihn nicht zu betreten? Versprochen. Du bist doch ein braves Mädchen, oder? Ich habe nicht verstanden, was ich dort gesehen habe. Ich finde, Ehepaare sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Aber sie sollten auch ehrlich zueinander sein. Du bist eine so gute Lügnerin, dass es mir Angst macht. Ich bin einfach neugierig, generell. Manchmal fühle ich in meinem Kopf den Drang, das, was ich sehe, zu hinterfragen. Wieso nimmt er dann jemanden wie mich zur Frau? Ich habe dir doch nicht wehgetan. Woran kannst du dich aus deiner Kindheit erinnern? Hattest du einen schlechten Traum? Mach bitte, dass es aufhört! Stopp! Was ist es, was du willst? Ist irgendwas passiert? Mach sofort die Tür auf! Warst du jemals verliebt? Und aufgrund dessen lässt sich nur eine Schlussfolgerung ableiten. Was bin ich? Elisabeth. Richtig. Du bist klug. Mich wird man als Monster in Erinnerung behalten. Du kannst nur foltern oder gefoltert werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sehe ich das falsch? Dann lieber der sein, der foltert.